In diesem Video tanzen wir zusammen. Mein Name ist Jana. Ich bin Burlesque-Künstlerin, Tanzpädagogin und Bauchtanzlehrerin. Und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir kleine Burlesque-Choreografien zum Mittanzen, um dein Frausein zu feiern. Wenn dich das interessiert, dann abonniere hier gerne meinen Kanal. Genau, und im heutigen Video tanzen wir wieder gemeinsam eine kleine Tanzkombination. Ich zeige sie dir zuerst einmal vor, dann erkläre ich sie dir Schritt für Schritt und ganz zum Schluss tanzen wir sie wieder gemeinsam. Los geht's! So, das ist die kleine Tanzkombination, wirklich ganz, ganz, ganz einfach. Und ja, dann geht's los. Wir fangen an. Du kannst direkt mitmachen, wenn du möchtest. Und zwar besteht diese Tanzkombination aus 5 Teilschritten. Und Element Nummer 1 ist die Pose. Ja, also für diese Pose stellst du dich einmal elegant hin. Das bedeutet, du drehst deine Füße 45 Grad nach außen, sodass deine Zehen in die Ecke des Zimmers zeigen. Und dann stellst du einen Fuß auf. Ja? Und pass auf, dass du hier wirklich eine schöne Silhouette hast. Nicht so, sondern so. Ja? Und genau, schön gestreckt nach oben. Die Sonne scheint aus deinem Dekolleté. Die Schultern sind einmal nach hinten gerollt und in die Hosentaschen gesteckt. Dein Hals ist lang und dein Kopf an einem Silberfaden nach oben gezogen. Genau. Und jetzt kannst du einfach so 3-4 Mal mit der Hüfte wackeln. Also 4. Und jetzt machst du deine Pose. Dafür hebst du zuerst einen Arm, den anderen Arm und hältst diese Pose für 2 Sekunden. Genau, ich zeige dir das nochmal. Und zwar, wenn du deinen Arm hebst, heb ihn wirklich von unten an, den ganzen Weg nach oben. Also fang hier nicht irgendwo in der Mitte an, sondern heb ihn wirklich von unten an. Mach ihn wirklich elegant, lang gestreckt, also auch nicht so, sondern wirklich, ja, das ist der schönste Arm der Welt. Genau, und dann hebst du ihn von unten an den ganzen Weg nach oben und schaust ihm dabei hinterher. Ja? Und wenn dein Arm oben ist, lässt du deine Schultern unten. Ja, also nicht hier so die Schultern mitnehmen, sondern die Schulter bleibt unten, obwohl dein Arm oben ist. Und das Ganze machen wir jetzt mit dem anderen Arm. Und diese Pose halten für 2 Sekunden. Du kannst dir vorstellen, dass jetzt in diesen 2 Sekunden jemand ein Foto von dir schießt. Dann nimmst du deine Arme wieder nach unten. Und diese Pose war der erste Teil unserer kleinen Choreografie. Jetzt kommt der zweite Teil. Und zwar streichelst du jetzt dein Bein. Dafür streckst du das Bein, was du hier aufgestellt hast, einmal nach außen. Und gehst einmal hier mit deiner Hand dein Bein runter.
Genau, ich zeige es nochmal. Wenn du dein Bein nach außen streckst, mach es wirklich lang und den Fuß auch gerade. Also nicht so, sondern lang gestreckt und gerade. Und wenn du mit deiner Hand an deinem Bein streichelst, achte auf folgende Dinge. Und zwar der Bauch, ja, zieh deinen Bauch ein, der Rücken ist gerade und die Sonne scheint aus deinem Dekolleté. Ja, also nicht so hier, krummer Rücken, Bauch nach außen und hier die Schultern so nach vorne, sondern genau, und dann streichelst du genüsslich dein Bein. Und mach das wirklich für dich. Ja, also denk jetzt nicht daran, oh Gott, was könnte jetzt hier irgendjemand denken, wenn er mich so sehen würde, oder oh Gott, ich muss jetzt hier noch das, das und das machen, sondern genieß einfach die Zeit. Ja, mach das wirklich ganz für dich. Genau. So, Beinstreicheln ist der zweite Teil unserer Choreografie. Und jetzt kommt der dritte Teil. Das sind drei Schritte nach vorne. Und dafür hast du ja schon dein Bein gestreckt. Und du gehst jetzt einfach einen Schritt nach vor. Das gleiche jetzt mit dem anderen Bein. Bein nach außen strecken. Schritt nach vor. Bein nach außen strecken. Schritt nach vor. Insgesamt drei Schritte. Das war der dritte Teil. Teil Nummer 4 unserer Choreografie ist der Schulterschimmi. Das heißt, du machst jetzt einfach einen Schulterschimmi. Und ich glaube, mein Mikrofon mag das nicht so, wenn ich den Schulterschimmi mache. Es tut mir leid. So, genau. Schulterschimmi. Und die Schlusspose Nummer 5, Teil Nummer 5 unserer kleinen Choreografie. Ja, also Teil Nummer 1, die Anfangspose, Teil Nummer 2, Beinstreicheln, Teil Nummer 3, drei Schritte nach vorne, Teil Nummer 4, der Schulterschimmi und Nummer 5, die Schlusspose. Ja, du siehst, es ist eine ganz, ganz einfache Choreografie. Und du kannst diese kleine Kombination wirklich zu deinem eigen machen. Ja, also du kannst sie auch anpassen zu der Musik, die dir gefällt. Oder also sprich, dass du zum Beispiel 4 Schritte nach vorne machst oder dein Bein 2-mal streichelst. Ja, also mach das wirklich ganz für dich. Und das sind hier wirklich Inspirationen, die ich dir gebe. Ja, genau. Und jetzt tanzen wir nochmal gemeinsam unsere kleine Choreografie.